Andreas Strohmel, Martin Kaufmann, heute auf der vierten Etappe des VfB-Transfers in den ersten Kabel eingefahren. Zum wiederholten Mal, wie ist es heute gegangen? Habt ihr angenommen? Habt ihr euch heute die Etappe rausgesucht? Ja, das war jetzt die letzte bergige Etappe, sagen wir mal. Und wir haben gedacht, heute wollen wir es nochmal probieren. Und wir haben immer attackiert, sind viel von vorne gefahren, vor allem an den steilen Anstiegen, sind dann gut weggekommen. Und ja, das hat dann ganz gut gereicht. Wir haben darauf gewartet, dass so 20 Kilometer vom Ziel einfach noch richtige, bissige, steile Rampen kommen, weil technische, schwere Rampen bergauf, die mögen wir eigentlich recht gerne. Und da haben wir es nochmal probiert und sind mit den anderen Spitzenfahrern weggekommen. Und das bis dahin viertplatzierte Team hat reisen lassen müssen. Und so konnten wir dann mit Team Puls gemeinsam Ziel erreichen und haben natürlich Team gewonnen. Also schon heute mit Hinblick auf die Gesamtwertung wollte ich mir nochmal Zeit rausholen, um den Podestplatz zu sichern. Natürlich wollten wir auch, wie wir gesehen haben, dass Team Alpenholz, der Thorsten und der Hannes abgerissen waren, wollten wir da natürlich Zeit gut machen. Die waren bisher auf Platz 2 in der Gesamtwertung und natürlich haben wir heute sehr viel Zeit gut machen können auf diesen. Jetzt sind insgesamt Zweitplatzierter und kämpfen jetzt mit Kjub Rothaus um den zweiten bzw. dritten Platz. Und werden natürlich die letzten drei Tage nochmal alles geben. Und ich würde einmal ganz schwer veranstalten, wenn ich sage, dass dann jetzt anfallen. Wie schwer sind die Etappen und was verlangt euch die ganze sportliche Sache, die ihr habt? Also ich bin jetzt das dritte Mal dabei. Und organisatorisch ist es auf jeden Fall jedes Jahr noch besser geworden. Die Strecken werden noch jedes Jahr besser. Immer noch mehr Single-Trail-Anteile. Und selektiver, weniger Straßen, Auffahrten, Abfahrten. Von Jahr zu Jahr wird es besser. Wir haben es nie gesehen. Wie läuft es für euch? Die letzten drei Etappen, alles Gute. Dankeschön.